Auch Maria Furtwängler, eine Frau mit vielen Talenten und Erfolgen, musste in ihrem Leben Schwierigkeiten und Traurigkeit bewältigen. Ihre Schauspielkarriere hatte Höhen und Tiefen, aber ihr ständiger Einsatz und ihre Leidenschaft haben ihr geholfen, alle Herausforderungen zu meistern und ein Image zu schaffen, das die Fans lieben. Maria Furtwänglers größte Trauer hängt möglicherweise mit ihrem Familienleben und ihren persönlichen Beziehungen zusammen. Die Herausforderung, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, könnte für sie Druck und Schwierigkeiten mit sich gebracht haben. Darüber hinaus dürfte die Nachricht von ihrer Trennung von Ehemann Hubert Burda im Jahr 2022 viele herzzerreißende und schwierige Emotionen hervorgerufen haben. Maria Furtwängler ist nicht nur eine hervorragende Schauspielerin, sondern auch eine Frau mit einer fundierten medizinischen Ausbildung. Der Übergang von der Medizin zur Schauspielerei hätte eine schwierige Entscheidung sein können, aber sie entschied sich für den Weg der Leidenschaft und des künstlerischen Könnens. Jede Künstlerin hat in ihrer Karriere und ihrem Privatleben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, und Maria Furtwängler ist da keine Ausnahme. Doch mit Optimismus und Ausdauer meisterte sie alle Herausforderungen und glänzte weiterhin in der Kunstwelt. Lasst uns als Fans und Unterstützer immer an Maria Furtwängler denken und sie auf all ihren Reisen unterstützen, nicht nur bei ihren Erfolgen auf der Bühne, sondern auch bei Aspekten ihres Privatlebens. Der Glaube und die Liebe der Gemeinschaft werden eine starke Quelle der Ermutigung sein und ihr helfen, alle Traurigkeit zu überwinden und weiterhin in der Kunst und im Leben zu glänzen. Jedes Leben bringt Prüfungen und Sorgen mit sich, und Maria Furtwängler ist eine starke Frau, die diesen Kummer erlebt hat. Die Höhen und Tiefen ihrer Karriere und ihres Privatlebens sind nicht nur Höhepunkte ihrer Reise, sondern auch Erlebnisse, die ihre Seele bereichern. Wenn es im Leben von Maria Furtwängler die größte Traurigkeit gibt, dann sind es vielleicht die Herausforderungen in den familiären Beziehungen und das Leid, Veränderungen zu akzeptieren. Das Scheitern einer Ehe ist nicht nur ein persönlicher Verlust, sondern auch eine große Veränderung in der Lebenseinstellung. Doch mit Kraft und Entschlossenheit wird sie schwierige Momente überwinden und in der Zukunft neues Glück finden. Maria Furtwängler ist nicht nur eine hervorragende Schauspielerin, sondern auch eine Frau mit großem Einfluss und bedeutenden Beiträgen zur Gesellschaft. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie auch ausgebildete Ärztin und verantwortungsbewusste Mutter. Die Vielfalt dieser Rollen beweist nicht nur ihre Vielseitigkeit, sondern verleiht ihrem Leben auch Motivation und Sinn. Lasst uns als Fans und Unterstützer in allen Höhen und Tiefen immer an Maria Furtwänglers Seite stehen und sie in schwierigen Momenten unterstützen und ermutigen. Angesichts der Herausforderungen wird sie nicht nur als Künstlerin, sondern auch als starke und kreative Frau wachsen und sich weiterentwickeln. Wir werden Maria Furtwängler immer in Erinnerung behalten, sie unterstützen und sie auf einem Weg voller neuer Geschichten und Erfolge begleiten. Im Leben von Maria Furtwängler haben Herausforderungen und Trauer dazu beigetragen, eine bedeutungsvolle Reise zu schaffen, und hinter dem strahlenden Lächeln verbergen sich menschliche Geschichten und profundes Wissen über das Leben. Maria Furtwänglers abwechslungsreiche Karriere hat sie nicht nur zu einer berühmten Schauspielerin gemacht, sondern ist auch eine starke Quelle der Ermutigung für junge Frauen und beweist, dass es möglich ist, in vielen verschiedenen Bereichen und Lebensabschnitten erfolgreich zu sein. Der Schritt aus dem medizinischen Bereich, um ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei nachzugehen, war keine leichte Entscheidung, aber sie zeigte ihre Ausdauer und ihren Mut. Die größte Trauer hängt wohl mit dem Leid in den familiären Beziehungen und im Liebesleben von Maria Furtwängler zusammen. Obwohl ihr Privatleben nicht immer friedliche Momente erlebt, hilft ihr die Bewältigung dieser Herausforderungen, zu wachsen und aus jeder Erfahrung zu lernen.
Wir Fans haben die Verantwortung, Maria Furtwängler in jeder Situation zu unterstützen und zu ermutigen. Sie können davon ausgehen, dass sie mit mentaler Stärke und Entschlossenheit alle Schwierigkeiten überwinden und weiterhin neue Erfolge in ihrer Karriere und ihrem Privatleben erzielen wird. Denken Sie daran, dass Maria Furtwängler nicht nur Schauspielerin, sondern auch eine Frau mit starken Werten und Willen ist. Wir werden immer an ihrer Seite sein und ihre Freuden, Sorgen und neuen Schritte auf ihrem reichen und bedeutungsvollen Weg teilen. Maria Furtwänglers Leben war eine Reise voller Strapazen und Umbrüche, doch bei jedem Schritt, den sie tat, erwies sie sich als stark und belastbar. Die Höhen und Tiefen in ihrer Karriere und ihrem Privatleben sind nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen für sie, ein tieferes Verständnis ihrer selbst zu erlangen und innere Stärke aufzubauen. Auf der rechten Seite zu stehen, immer das potenzielle Kind. Das, was wir hier treiben, ist eine Paarbildung. Wir bilden Paare, und zwar geordnete Paare, so sagt man. Das schreibt man dann in dieser Art und Weise: X, erste Komponente meines Paares, Y, zweite Komponente meines Paares. Wobei X aus der Menge M1 ist, Y aus der zweiten Menge. Wie gesagt, M1 und M2 könnte dasselbe sein, aber Väter und Kinder sind ja zwei verschiedene Mengen. Es ist wichtig, dass wir hier die Reihenfolge beachten. Ja? Bei der Relation, um die es nachher gehen wird, A ist Vater von B, würde es wenig Sinn machen, an die erste Stelle Maria zu setzen und an die zweite Stelle den schönen Anton. Maria kann nicht der Vater vom schönen Anton sein. Es ist wichtig, dass diese Reihenfolge beachtet wird. Aus diesem Grunde sagt man hierzu geordnetes Paar. Bedeutet, die Reihenfolge der beiden Komponenten unseres Paares ist wichtig. Im Gegensatz zu einer zweielementigen Menge. Ich könnte die natürlich auch zusammenfassen, diese beiden Komponenten, zur Menge X und Y. Ja? Sieht ja so ähnlich aus. Irgendein X, irgendein Y, zusammengefasst zu einer einzigen Menge. Hier würde gelten, das ist genau dasselbe wie diese Menge. Wir wissen, zwei Mengen sind gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten. Es ist egal, in welcher Reihenfolge wir das aufschreiben. Beim geordneten Paar gilt das nicht. XY in der Regel nicht gleich YX, nur unter einer Bedingung, wenn X und Y gleich sind. Klar. So. Wir bilden also Paare. Potenzieller Vater, potenzielles Kind. Sechsmal. Vorne steht Anton. Rechts steht ein Kind. Stavros der Grieche. Könnte der Vater von Hans sein, von Klaus, von Dorothea, von Lisa, von Karl Theodor, von Maria. Wir haben also jetzt